Ich würde erstmal sagen, haben wir hier gut befreit vom Schnee. Die Hauptstraße und Nebenstraße hier ist schon ganz gut befreit. Wehe, der Bürgermeister ist nicht zufrieden hier. Ist echt so, die 5 Millionen, die wir bekommen haben, die zahlen wir nicht zurück. Die sind direkt schon, ein Teil ist auf Malle, der andere in der Schweiz. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 im Winterspecial zusammen mit dem Monkey Gemini. Moin! Hallo! Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge den einen Haufen entfernt. Jetzt ist der zweite Haufen an der Reihe. Keine Sorge, das kriegen wir schnell hin. Ja, das freut mich. Ich stelle mich mal hier direkt daneben, so gegenüber. Und dann müssen wir, glaube ich, auch die Baustelle schon wieder direkt aufräumen, ne? Ja, genau. Ich werde schon mal anfangen, die ersten Gerätschaften in Mini-Frontlader und so wegzufahren. Ich glaube, das ist unsinnig, mit dem kleinen Frontlader den Riesenhaufen hier wegzumachen. Naja, auf die Schaufel des Manitus passt auch definitiv mehr drauf. Ja, das stimmt. Wir müssen ja eigentlich jetzt nur noch so 3-4 Schaufeln da weg, dass der nicht mehr auf der Straße ist. Ja, lass mich mal kurz vorbei. Danke. Dann fahre ich hinten nochmal schnell einmal drüber, streue alles ab. Sag mal, in der letzten Folge hast du mich geflankt, dass ich immer die Sachschäden verursache. Und jetzt fährst du an den Muldenkipper da. Ich werd bekloppt. Nix da, hier, guck an, da, Lackschaden, hier. Müssen wir neu lackieren, muss auch in die Werkstatt. Meine Güte. Ja, das passiert doch schon mal. Das mit Sachschäden ist zu rechnen, immer. Ja, aber mich flamen? Dass ich immer für Sachschäden sorge. Ja, das stimmt, aber ist für die Versicherung einfacher, dass es der Mitarbeiter ist und nicht der Chef. Ja, ja, super. Guten Tag, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen in der Aufnahme in LS19er Multiplayer-Projekt. Willkommen. Ach, guten Tag. Ja, Mensch. Oh. Ich wusste jetzt nicht, dass ihr in der Aufnahme seid, sorry. Dann bräuchten wir das nochmal als Aufnahme-Channel. Bart, den kriegt er. Sag ich Joel gleich direkt Bescheid, sauber machen. Subi. Bin dann nur kurz hier. Ich dachte einfach mal, ich sag mal Hallo, weil ihr gerade hier chillen. Ja, exakt. Ey, was heißt chillen? Wir sind hier fleißig am Schnee schieben. Nochmal, der Max hat dich geflamed? Ja, dafür, dass ich immer Sachschäden verursache. Aber gerade hat er selbst Sachschäden verursacht. Ach, Quatsch. Niemals, wird Max doch niemals tun. Nein. Da hast es. Niemals, Max doch nicht. Max ist einer der besten Fahrer, die es gibt. Ja, ist klar. Pass bloß auf, du, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Nee, das heißt, ich weiß, wo dein Bett wohnt und dein Haus schläft. Ah, ja, so kann man es auch formulieren. Ja, noch nicht mal das kannst du, Max. So, eine Ladung noch, dann ist der Kipper voll. Ja, sehr gut. Und der Unimog, ist der auch schon voll, oder? Wolltest du hier hinfahren? Ach, da steht er ja. So viel hat mein Chef mit zu. Nee, der Unimog ist nicht. Spielt ihr Hof Bergmann, oder was? Nee, wir sind jetzt gerade auf der Schwarzing 4-0. Achso, warum spielt die nicht die Nordfriesische? Weil die hier geiler ist? Oh, ja, okay, ich kenne die nicht. Ich kenne nur Hof Bergmann und Nordfriesische. Der Friesische Marsch heißt die, glaube ich. Ja, ich finde Schwarzing besser. Wir hätten uns auch noch Stappenbach im Angebot, aber die funktioniert leider bei uns beiden nicht. Oh, okay. Ja. Und, Schwarzingen, hast du gesagt? Ja. Die habe ich auch. Die funktioniert eigentlich ohne Probleme. Es gibt nur einen in der Mitte. In der Karte ist eine Firma. Wenn du da was hinlädst oder hinbringst, die hat, und das Problem ist, bei dieser Firma, die hat sogar am meisten Geld. Die vertreibt wirklich am meisten Geld. Wenn du Korn oder sowas da hinbringst, da crasht das Game, sobald du ablädst. Das ist sehr schade. Also eigentlich ist die Mod ziemlich gut, die Map. Ja, bisher sind wir nur am Schnee zusammenschieben. Also. Ach, ihr habt gerade angefangen erst, oder? Ja, ist jetzt 4. Folge. Und Max, wir brauchen mal den Besen hier drüben.
Der Besen. Ich habe ein bisschen Sauerei gemacht. Mann, 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 du. Müssen wir wieder aufwischen hier alles. Das ist Schnee. Das geht schnell. Fressen wir zwei Schneebälle. Hauen sie dir ins Gesicht. Lass doch mal ein Wort. Ja, schade. Da, schade, dass man keine Schneeballschlacht hier machen kann. Ja, ne? Das wäre echt total geil. Weil das wahrscheinlich dann ganz schnell bei uns beiden ausartet. Mann, doch. Ihr prügelt euch doch jetzt schon. Vielleicht wer Schaden macht und wer nicht. Nein. Niemals. Als ob wir uns prügeln. Sowas würde ich niemals tun. Höchstens mit Worten. So, meine Süßen. Ich wollte nur Hallo sagen. Ich sag dem Joel gleich Bescheid. Und nicht wundern, wenn ihr dann gemoved werdet. Ja. Na? Gut. Dann wechseln wir den anderen Anruf. Jawohl. Bis dann, ciao. Tschö. Ciao. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal direkt den Channel. Ja. Dann werden wir nicht gleich komplett rausgeworfen. Das stimmt auch. Moment, lass mich die Schaufel, dann wechseln wir einmal schnell das Telefon. Jawohl. So schnell kann es gehen. Wie schnell kannst du anrufen? Du bist gerade aus dem Channel raus und schon... Ja, ich bin halt zügig. Hier, fahr den mal weg. Ich fahr gerade den anderen schon weg. Ja, fahr den halt nicht weg. Kannst mit daher fahren, wenn du so schon am Drängeln bist. Ja, das mache ich jetzt mit Unimog. Ja, sehr schön. Ich würde erstmal sagen, haben wir hier gut befreit vom Schnee. Die Hauptstraße und Nebenstraße hier ist schon ganz gut befreit. Wehe, der Bürgermeister ist nicht zufrieden hier. Ist echt so, die 5 Millionen, die wir bekommen haben, die zahlen wir nicht zurück. Die sind direkt schon, ein Teil ist auf Malle, der andere in der Schweiz. Juhu! Aber hier, der letzte Teil bis zu unserem Zwischenlager ist auf jeden Fall noch nicht vom Schnee befreit. Das können wir dann beim nächsten Mal machen. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Bahnbaken wieder eintüten und mit aufsammeln. Ich glaube, da hattest du vorhin auch eine lustige Idee erzählt. Ja, genau. Also von lustig würde ich zwar nicht sprechen, war eine normale Idee, aber du nimmst den Sprinter. Jawohl. Und ich werde die dann, wie hoffentlich in Ruhe bleibt. Yes! 180 Grad Drehung. Check. Verantwortungsbewusstes Fahren ist auch ein Thema. Das war verantwortungsbewusst, es war nichts in der Nähe. Okay. Nochmal Glück. Das heißt, es konnte nichts passieren. So viel zum Thema Verantwortung, ne? Ja, ja. Wir lassen den Kollegen mal hier stehen, den brauchen wir jetzt zurzeit nicht. Dann gucken wir mal schnell. Hier vorne. Ich nehme mal gleich am besten den Sprinter. Wenn du mit dem Unimog fertig bist, dann können wir mal hier die Bahnbarken aufsammeln. Jawohl. Na gut, ich bin am Manito, das Stück laufe ich schnell. Da steht der Sprinter nicht da hinten? Ja, der steht hier hinten in der Seitenstraße. Hab ihn. Ah, sehr gut, dann kommen wir in meine Richtung. Jawohl. So, erstmal wieder Position 1 an. Ich bereite dir schon mal einiges vor. Oh, hier haben wir noch ein kleines Stückchen nicht gekehrt. Das verschieben wir mal schnell, die Baustelle. Zum Glück haben wir einen Anhängerführerschein, ne? So, wo soll ich hin? Bin jetzt... Ja, Sekunde. Stell dich mal auf der rechten Seite oder rechts die Straße parallel hin.
Dann kann ich entspannt von der Straßenseite die Warnbacken wieder einsammeln. Exakt. Dann von beiden die Klappe runter machen auf beiden Seiten. Ja, ja, warte kurz. Ich muss erstmal dahinter fahren. Da fängt's ja an. Jo, passt. Ja, sag mal, da vorne fängst du noch. Ja, nein, die lassen wir noch mal stehen. Die ist noch nicht gekehrt. Ja, okay, warte kurz. L, ne? Nee, L war Spanngurte. Die hintere musst du mit der Maus bewegen. Wenn du vorne bist, einfach X, dann geht die Klappe hier auf. Okay, die hintere mit der Maus bewegen. Ja, wenn möglich die andere Seite. Profi. Boah, Lichtgeschwindigkeit. Eieiei. Ja, ich versuche die Maus so schnell zu bewegen, wie es geht. Überanstreng dich bloß nicht. Wird das vielleicht klicken. So, jetzt aber, ich kann das nicht sitzen lassen, ich muss die andere Seite auch noch aufmachen, ordentlich. Okay, passt. Okay, dann vorne rein wechseln, ne? Und einmal X. Ja, ja. So. Subi. Ja, das geht doch immer schnell hier. So, du hattest die Idee, ich soll mit 3 km/h fahren. Am besten wäre es, ja. Probieren wir es erstmal die ersten 2-3 mit 3 km/h. Wait, warte mal, ich fahre mal 2. Während der Fahrt einlagern. Ich muss ja mal gucken, wie schnell du oder wie lange du brauchst. Ja. Ja, immer weiter, das ist ganz entspannt. Gut. Alter, das könnte hier nächstes. Ach, das könnte richtig Profi sein. Ja. Jetzt musst du kurz warten. Läuft. Ich mach mal auf 5. Oh Gott. Da raste sofort los. Aber hey, bisher läuft doch, oder? Das könnte man auch auf einer richtig großen, langen Straße machen, Autobahn oder sowas. Dann mit 20 von den Dingern und dann flippt it. Ja. Ist doch, Alter, 5 km/h ist doch richtig easy. Schrittgeschwindigkeit. Ja, ich hab die auch 10 Kilometer raus. Du bist hier. Ja mega schnell. So, viel Spaß bei 7. Ich sehe es, am Ende sind wir schon bei 20 km/h. 50, 100 km/h. Jetzt ernsthaft 10. Warte mal, wenn du drauf bist, dann warte. Und wenn ich jetzt sage, springst du runter, okay? Aha. Aber ich muss immer gegenlaufen, also schneller kann ich jetzt auch nicht. Jetzt. Oh. Ja, ich lass es bei 10. Das ist eigentlich schon episch. Ich sag mal so, Arbeitsgeschwindigkeit top. Ein bisschen weiter nach links. Chef überfährt hier erstmal die Hälfte der Baken. Ah! Oh. Stopp! Ja, warte mal, da ist was runtergefallen. Okay, ich bleib mal stehen. Ey. Ich sag stopp, er fährt noch 5 Kilometer weiter. Ja, ich bin losgefahren, dann kam. Oh, dann kam schlechtes Internet noch dazu. Schlechtes Internet haben wir jetzt auch noch als Problem, okay. Ja, ich bin aber auf jeden Fall wieder da. Okay, sehr schön. Passiert ab und zu mal mit Discord. Ja. Oh. Er stellt's einfach hinten drauf. Ja, wieso auch nicht? Ist ja auch noch Platz, ne? Pass auf, dass du vorne nicht reinfährst. Ja, pass auf. Okay. Das müsste jetzt eigentlich. Boah, oh mein Gott, das hat perfekt gepasst. Ja, ich bin schon. Oh.
Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Kann man echt so stehen lassen. Meinst du, schaffen wir das auch in die andere Richtung? Also ich meine mit Abladen? Na klar. Du musst jetzt nur... Warte mal, schieb das mal ein bisschen drauf. Dann mache ich nämlich... Dann mache ich nämlich die Seite zu. Die linke. Ja, den Anhänger, da kannst du die Sachen nicht drauf befestigen. Das ist leider ein bisschen schade. Weil du sonst kannst du den Anhänger nicht bewegen. So, ich pack ihn nochmal hier hin. Das ist gerade so ein bisschen mit der Sicht hier. Die müssen wir jetzt einmal ein bisschen perfekter hinstellen. Kannst du mal Rest festnageln? Ja, warte kurz. So. Ah. So? Ja. Jetzt muss ich hier einmal drehen, ne? Ja, genau. Ja, vielleicht drück mal das Gaspedal nach vorne. Wäre möglicherweise hilfreich. Ich drück das Gaspedal nach vorne, damit du warst da irgendwie nicht ganz so. Ja, sonst nimm den anderen Weg, ist auch kein Problem. Nein. Gut, mach's dir schwer. Mach es dir dann eben schwer, kein Problem. Ja, rückwärts fahren mit Anhänger. Easy. So, dann haben wir hier noch eine kleine Tagesbaustelle für die nächste Folge. Dann können wir nochmal hier unseren Steuer nehmen und uns mal auf die nächste Straßenbaustelle vorbereiten. Dann ein bisschen weiter südlich. So, wo muss ich hin? Ja, fahr mal geradeaus, nicht so schnell, ich bin hinten dran. Ja, sonst fahr du einfach vor. Ich muss schon sagen, das sieht alles mega geil aus, wie wir das hier machen. Also ohne Witz. Sollten wir in der Realität auch mal machen. Hey. Bitte nicht. Ja. Nicht jedes Mal, ist ja auch langweilig, ne? Das stimmt. Ich fahre jetzt extra nur mit 25 km/h. Dass mir hier nichts runterfliegt. Ja, ich mach mal den Mittelweg kurz mal schnell sauber. Im Groben. Dass wir dann wenigstens nochmal, wenn wir die Straßen mehrfach dann nutzen werden in Zukunft, häufiger und schneller dran vorbeifahren. Hier die nächste rechts. Wollen wir da wegen Forstarbeiten die linke Seite des Waldes abholzen? Wegen Forstarbeiten abholzen, ja. Dann bleib mal da vorne an der Straße stehen. Ich mach dir mal grob einen Streifen frei. Hoffentlich funktioniert das, wie wir uns das hier so vorstellen. Aber ich denke mal, dass ich auch gleich nicht mehr so viel Zeug im Tank haben werde. Okay, es geht sogar noch. Ach, du streust gerade? Ja, so halb. Aber nur so bestimmte Stellen, nicht direkt immer alles. Sonst haben wir nachher nicht mehr so viel Zeug im Tank. Jo. Ich warte im warmen Auto. Mach das. Ich will erstmal sagen, hier vorne bis zum Parkplatz sperren wir alles. Ich bin jetzt gerade auf der Höhe des Parkplatzes und dreh dann. Dann machen wir nur erstmal diesen Teil der Straße wieder frei. Wir müssen uns ja jetzt auch nicht komplett überarbeiten und 10 Kilometer auf einmal sperren. So viel Material haben wir auch eigentlich gar nicht. Die Frage ist dann, welche Seite des Waldes wollen wir denn kaputt machen? Links oder rechts?
Ist mir egal. Ja, ich würde erstmal sagen, es sehen beide nicht mehr so gesund aus, ne? Fangen wir mit links an. Der Chef hat gesprochen. Jawohl. Ah, wir haben hier Verkehr auf der rechten Spur. Oh, ich komme jetzt wieder zurück. Da ist noch Verkehr drauf. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gut absperren. Da sind wir doch Profis drin. Ja, das sind wir ja immer noch. Natürlich, wie doch immer. Wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Hoffentlich nicht. Na, bei unserer Profi-Ausbildung. So, du müsstest jetzt eigentlich exakt an mir vorbeikommen. Schaut gut aus. Ist auch bisher schön sauber, ne? Ja, bis auf so vereinzelte Flecken, aber das ist ja ganz normal. Ja, dann mach das bis zur Brücke fertig. Ja. War auch meine Intention. Wir kippen bei der Brücke alles hinten in rein und dann... Daher bloß auf zu hupen. Ich mache hier den Verkehr frei und was ist der Dank? Ich werde angehupt. Tja, Pech gehabt. Okay, welche Seite sperren wir jetzt? Die auf der des Fahrzeuges oder die rechte Seite? Was sagt denn der B-Plan? Der B-Plan? Bebauungsplan. Ja, wir müssen eigentlich erst die Seite hier machen. Aber die linke hier, diese hier, ne? Ja, aber es ergibt mehr Sinn, weil wir hier an der Kreuzung sind. Das heißt, hier können wir direkt hinter uns zumachen. Na, fahr lieber bis hinten vorne zum Parkplatz, dreh da um. Okay. Ich renn dir hinterher. Ja, ja, mach mal. Mensch, ich fahr jetzt nicht ganz so schnell, weil hinten die Ladung offen ist. Jo. Mach die Ladung gerade zu, weil wir die andere Seite dann aufmachen müssen. Eieiei, diese Profis. Ja, das ist so. So, Chef. Hier drehen. Exakt. Wenn möglich, bitte wenden. Ja, ja, warte mal. Wenn möglich, bitte wenden. Dann kann ich hier vorne beim Parkplatz wieder rausfahren. Exakt. Hier haben wir auf jeden Fall schöne alte Bäume stehen. Die können wir alle zu Brennholz verarbeiten. So, da fährt noch ein Auto. Kommt danach noch was? Ah, negativ. Danach ist frei. So. Dann mal alles lösen. Ja, ja, warte kurz. So. Stopp. Gut, perfekt. Ich muss jetzt... Ups. Einmal lösen. So. Jetzt muss ich erst den Tempomaten wieder runterschrauben. Gut, bitteschön. Danke. So. Der hängt aber hier tief drin. So, jetzt geht's wieder. Ja. Haben wir ein bisschen weiter nach rechts, sonst muss ich die gleichen Gegenverkehr stellen. Befehl. Ja, das war jetzt ein bisschen weit ans Auto dran. Ja. Möglicherweise. So. So, jetzt solltest du genug Platz haben. Na, so sieht's doch ganz gut aus. Das freut mich. Sehr schön.
Geschwindigkeit so behalten oder ein bisschen schneller? Nee, Geschwindigkeit passt so. Okay. Profis. Oh Gott. Ich habe das nicht gesehen. Ich versuche mit meinem Reifen gerade die ganze Zeit auf der weißen Linie zu bleiben. Ja, das ist auch besser, weil ich habe da gerade unauffällig vielleicht mal eine, sagen wir, unter den Reifen geschoben. Ach, das war das Ruckeln. Ach so, war es mehr bemerkbar? Natürlich. Hat es sicher gelohnt. Ja, ich würde mal sagen, abladen ist ein bisschen ruckeliger, ne? Ja. Wie viele Piloten hast du noch? 5. Ja, könnte bis unten reichen. Wenn wir das jetzt zügiger bzw. weitläufiger machen, dann passt das. Nee, er muss nicht weitläufiger. Mit der Distanz, die du jetzt hast, sollte es passen bis unten hin. Ja, da passt. Muss nur noch ordentlich hin. Sehr schön. Ja, ich würde mal sagen, lübt. Zwei sind noch drin. Und einen haben wir noch. Und damit haben wir die Baustelle offiziell vollständig. Bleib mal stehen. Dann lassen wir. Stopp. Ja, genau, dann lassen wir hier einfach den stehen. Jo. Den kannst du auch erstmal da stehen lassen. Denn ja, wir müssen noch einige Vorbereitungen treffen. Dann sehen wir uns in der nächsten Schicht. Warte, spring mal kurz hoch. Du bist mit deinen kompletten Schuhen im Schnee versunken, ja. Oh, du auch. Aber im Winter mit der Sonnenbrille, uff hier. Ja, immer doch. Chef persönlich. Ja, ja. Okay, klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen. Wir treffen noch einige Fuhrparkvorbereitungen. Werden noch mal bei unseren Unternehmern anrufen, dass sie uns gewisse Gerätschaften zur Verfügung stellen. Ups. Und dann bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und bis dann. Reingehauen. Ciao. Ciao.